und Nip gestern auch eine. Ich bin sehr gespannt darauf, was Steel jetzt auf Inferno zu bieten hat. Das Brain hinter Ghost. Sie pushen schnell auf kurz. Simple im Apartment zieht sich da zurück. Jetzt kommt aber von hinten Crystal. Und das war ein super geiler Kniff von Ghost. Wenn das mal nicht unbedingt geantistrated war. Ja, ich glaube schon fast. Edward auch down. Zeus mit 16 HP. Auf Wiedersehen. Das würde einer absoluten Magieleistung entsprechen, wenn Navi das gewinnt. Ich neige ja schon fast wieder mit euch zu wetten. Aber spätestens jetzt muss eigentlich der Sack zugemacht werden. Oh ja, da ist Booster mit dem Timing. Zeus, wie gesagt, weiterhin nur 16 HP. Der zieht sich schon zurück. Und Flamey ist auf und davon. 1:0 für Ghost auf Inferno. Navi ist sicher nicht glücklich über ihren Sieg. Also sicher glücklich über den Sieg auf Nuke. Aber nicht unbedingt auf die Art stolz, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Sehr knappes Ding war das. Monster Mango Loco. Hört sich interessant an. Aber vor ein paar Jahren aufgehört, Energy Drinks zu trinken, indem ich eine andere Marke sehr oft getrunken habe. Wer hat 0,5 Liter Dosen für Energies eigentlich erfunden? Das müssen die absoluten Junkies gewesen sein. Die einen halben Liter reinziehst? Boah. Also ich meine, das habe ich regelmäßig getan. Das war nicht besonders gut. Obwohl es jetzt auch nicht irgendwie... Also es ist jetzt nicht unbedingt tödlich, aber... Wenn ihr jeden Tag einen halben Liter Energy trinkt... Was für ein Zungenbrecher, dann stellt sich der Körper da auch relativ schnell drauf ein, dann kriegst du Diabetes und den ganzen Rotz. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf gehabt und ich bin ja nicht mehr so jung. Da muss man dann langsam mal auf seinen Körper Acht geben. Und wohlgemerkt auch erst ab einem gewissen Alter, das ist ja auch wieder bescheuert. Deshalb Rosa und Co. nehmen das ganz langsam in Angriff. Aber es gehen in den B-Spot. Und Navi stackt da mit 4 Leuten. Flamey geboostet. Electronic hat die Smoke dabei. Flamey mit einer HE und einer Smoke. An der Deal. Ja, Edward kills the Browser. Ghost hat sich nicht genug Zeit gelassen, um wieder zurück zu rotieren. Die Bombe ist gedroppt. Natürlich fliegt sie 10 Meter weit nach vorne. Ist wie ein Kugelstoßer. Der Bombenträger, der schleudert das so richtig raus. Jetzt Electronic mit der Deagle. Kuster hat 17 AP und das ist die zweite Runde, die Navi gewinnt. Also die erste Runde, die Navi gewinnt, aber die zweite Runde im Game. Und die erste für Navi. Quantenphysik. Ah, Electronic. Sehr schön mit der CZ gearbeitet. Ekelhafte Waffe, aber da hätte er wahrscheinlich auch, also den zweiten Kill hätte er auch mit egal welcher anderen Pistole gemacht. Das lag ganz allein an Ghost. Bei 20 Sekunden erst gegen eine Eco wohin zu gehen, ist immer schwierig. Falls du gestoppt wirst, falls du einen Stack erkennst, kannst du nicht wieder aufrotieren. Und da hat man eben die Effekte gesehen von Ghost. Die mussten einfach weiter reinpushen und... Das war trotzdem nochmal knapp. Gerade die Runde. Ghost hat einfach immer einen extrem interessanten Ansatz. Finanziell. Also gerade war nur die Upgraded Pistol Round mit ein bisschen Armor als Follow-up. Nach der ersten verlorenen, das war jetzt nichts Besonderes per se, aber achtet weiter darauf, wie Steel kaufen lässt. Er hat jetzt auch selber nur 1000, genauso wie Crystal. Sie haben viel Equipment
und wie tief sie stehen. Jetzt gehen sie zusammen die Banane hoch. Die Smoke. Ah, Bardell ist ein bisschen gestolpert. Puh, Simple muss aber aufpassen. Ne? Jetzt hat er die CZ, muss Akku sparen. Und dann kommt Edward. Die MAC-10. Die Blechdose. Mit Abzug. Ghost also mit den beiden MAC-10s in den Händen von Steel und Crystal, nachdem sie vorhin die Granaten gekauft haben. Sub Rosa. Das war noch ein Kill. Hey, Sub Rosa. Walkt einfach durch den Molly. Steel hat gestern gegen Nip auch mit der Scope einen gesamten Molly gefressen und ist dann gestorben an der AWP. Das war super weird. 4 gegen 3 jetzt. Electronic Flamey. Der A-Spot ist abgeriegelt. Sie lassen den Plan trotzdem zu. Wollten dann das Risiko eingehen, noch abgefangen zu werden. Kuster geht noch Sus, dann ist aber Simple aware und so kommt Navi zu ihrer vierten, die erste richtige Waffenrunde, also in die Hände der Ukrainer-Russen gefallen. Die Fuse geht durch. Bis ein verhältnismäßig flottes Spiel. Das Steel gecallt hat. Vor der nächsten Waffenrunde wahrscheinlich dann Timeout, so wie ich ihn kenne. Nein, jetzt! Okay. Steel und ich sind Brothers from another mother. Confirmed. Es gibt Energy Drinks übrigens mit Molkereiprodukt. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es steht einfach dann auf der Verpackung Molkerei. Nee, Molkenprodukt oder sowas. Keine Ahnung. Habe auch letztens einen Eistee damit gesehen. 50% war Molkenprodukt. Was weiß ich. Vielleicht Spucke oder sowas. Übrigens, hier Grüße an Gadi, Satzzeichen und Atomic Atomizer, geiler Name. Geil, Flamey steht dann kurz mit der AWP. Hält den Kurzpush zunächst auf, aber dann kommt sie doch durch. Oh, Electronic muss aufpassen. Aber der Sprung oder das sich fallen lassen hinter die Box hat ihm das Leben temporär gerettet. Das erlaubt Simple durch die Smoke zu pushen, aber der wird instant wieder getradet. Es geht also hin und her. Der Kurzpush war von Anfang an auf Trades ausgelegt. Aber idealerweise bleibt man als T dann eben mit einer Überzahl stehen. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Edward wartet noch an lang. Und Steel weiß natürlich, wenn ich jetzt länger kein Geräusch mache, muss Edward irgendwann noch davon ausgehen, dass ich B sein könnte. Edward macht aber auch nicht den Fehler, sich jetzt noch zu B zu bewegen, denn dann wüsste er irgendwann gar nicht mehr, wo Steel ist. So weiß Edward wenigstens ungefähr, wo Steel sein könnte und schränkt damit die Position ein, die der Kanadier einnehmen kann. Fake Flash in die Mitte. Edward... Er frisst die Bait kurz. Es waren halt auch 6 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt wenigstens der Plan. Steel. Oh, er killt ihn auch noch. Steel mit der AWP gegen Edward. Der Klatsch mit 6 Sekunden auf der Uhr.
Ja, das muss man schlucken. Da geht leider nichts dran vorbei. Den Schatten hat er auch noch gesehen. Steel wusste, er hat ihn im Sack. Schönes Ding. Also interessant. Ich kenne aber auch eine Apfelschorle, auf der kein Pfand drauf ist. Sogar von der Bio-Company. Tja. Electronic wird von Christie getradet. Also die Apartments sind wieder abgekühlt. Das 4-on-4 generell aber für Ghost eher ein Vorteil als für Navi. Denn jetzt müssen sich Susan und seine Jungs darüber einig werden, wer wohin geht. Sie müssen sich aufteilen. Nils hat hier alle Hände voll zu tun, die ganzen Sachen zu erlauben. Shoutouts gehen raus an dich, LP Zenk. Kicks in dickes Bussi. Ja. Okay, jetzt wissen wir auch, dass Molke auf jeden Fall ein geiler Name ist. Genauso wie Zuckercouleur. Ist das nicht auch irgendwie sowas Komisches? So ein Tarnname? Simple. Der Smoke. Smoke Play? Schaut nicht schlecht aus bisher. Oh, er weiß aber jetzt nicht mehr genau, wie weit er in der Smoke drin ist. Crystal hat er gesehen. Da killt er ihn sofort. Er versucht den Plan zu verhindern. Kurz, knapp. Oh, Simple! Wie hat der Wardell da noch gekillt? Flamey und Zeus im 2-on-1. Sub-Rosa steht an der Banane mit der AWP. Er könnte die Zetis auf dem Weg zum... oder auf dem direkten Weg zur Bombe abfangen. Aber wenn sie über die Construction gehen, dann nicht. Er hat langsam ein bisschen Muffensausen. Er lässt sie zur Bombe. Jetzt muss aber mit der Flash den Winkel wieder öffnen, den Flamey eigentlich hält. Gute Flash, er killt Zeus, aber Flamey tradet. Ist da ein Kit? Nein! Oh, das wird mega knapp, aber ich glaube, der geht durch. Die wird weiß. Nein, sie explodiert. Flamey, er schafft es nicht mehr rechtzeitig. Sub-Rosa, der King, zusammen mit Steel, die AWP-Klatsches. Und Simple ärgert sich, selbstverständlich. Was für ein Play, da hätte er fast den Bombenplanter noch gekillt. Aber natürlich wurde da dann noch getradet. Ah, Zuckercouleur ist allerdings echt was Normales. Okay. Ich hab's auch nicht geschmäht. Aber wenn sie verbrannten Zucker zum Färben benutzen, ist halt auch Lebensmittelindustrie. Sagt alles. Krasse Runde, Mann. Erst Simple mit dem Triple, dann Sub-Rosa. Ich dachte schon, als er den Winkel aufgegeben hat, dass er ihnen vielleicht zu viel Platz gegeben hat. Aber dann die Flash und das Timing. Eine Millisekunde Unterschied. Naja, nicht eine Millisekunde, aber eine Sekunde Unterschied. Eine halbe vielleicht. Heide nein. Wardell und Co. damit in Kontrolle. Navi muss nicht nur jetzt noch saven, sondern auch in der nächsten. Loser-Bonus bei 2-4. Zeus kann dann aber wenigstens eine AWP droppen. Das saved jetzt auch er. Hat kein Armor. Keine Liebe trägt Zeus in sich. Kleines Geplänkel, Navi aber wieder mit dem richtigen Setup oben in der Mitte. Zwei auf kurz, aber das lockert Ghost sehr schnell auf. Im Endeffekt gibt es das gleiche Setup in der Waffenrunde auch.
Und wenn du es gegen M4s überwinden kannst oder überwinden willst, dann solltest du es auf jeden Fall auch gegen ein paar Pistes überwinden können. Da sind noch ein paar Notizzettel bei Ghost Gaming dabei. Steel hat mittlerweile sein altes Taktikbuch zerknüllt und einen neuen Post-it hingehängt. Vielleicht schreibt er sich ja die Rundenzahl auf. Habe geilen Klatsch, ist geil für YouTube, dritte Runde, 1 gegen 4. Und dann kann er zu Hause die Videos schneiden. Oh, achso. Navi saved also nicht, sondern geht direkt auf den Buy. Gut, mit MP9s kann man anscheinend auch gewinnen. Zumindest den Banane-Clash. Oh, Flamey jetzt die AK dabei. Ja, an der Smoke gibt's kein Vorbeikommen. Puh, simpel, das sah irgendwie knapp aus gerade für mich. Dieser Schuss. Wenn Simple jetzt so ein Teamkill machen würde, dann failt und dadurch die Runde verloren geht, ey. Da würde ich gerne mal in seinen Kopf reinhören. Dazed, AZK, Swag und Steel wurden damals gebannt, weil sie mit Eye by Power ein Ligaspiel oder zwei, glaube ich, waren es sogar, gewettet haben und mit ihrer eigenen Performance die Wette beeinflusst haben. Sprich, sie haben ein Matchfix vollzogen und das wurde mit einem Lifetime-Bann geahndet. Die ESL hat diesen Lifetime-Bann erstmal übernommen, ihn aber letztes Jahr, oder war letztes Jahr ungefähr, um diese Zeit sogar, oder? Ja, könnte hinkommen. Haben sie ihn dann wieder aufgehoben. Aber Valve bleibt bei sich. Simple mit dem Knife-Kill in der Smoke gegen Crystal. Crystal jetzt auch nach der Zeit noch sterben. Das ist blöd. Also, das ist blöd gelaufen für ihn. Und dementsprechend dürfen Steel, AZK, Dazed und Swag wieder bei ESL und Dreamhack-Turnieren mitspielen, weil die Dreamhack und die ESL zueinander gehören. Und ist Faceit dem Ganzen auch nach? Ich weiß es nicht, ob Faceit das dann auch gelockert hat. Ehrlich gesagt. Naja, der Einzige, der wieder vernünftig spielt, ist Steel. Swag ist auch wieder dabei. Gurkt gerade mehr oder weniger so ein bisschen rum. Und es ist natürlich auch blöd für die beiden Spieler, weil ähnlich wie bei Dreamer ist dann immer, Dreamer hatte auch einen Wackbann gehabt damals. Und du spielst mit diesem Teammate, aber immer zu den größten Turnieren musst du jemand anderen holen, der mit dir spielt. Und früher oder später führt das dann zum, ja, führt das eben dann dazu, dass du diesen Spieler dann auch tauscht. Naja, Matchfixing ist schon eine Charakterschwäche, die, ja, ich weiß nicht, ob das... Andererseits sitzen manche Mörder nur 5 Jahre, also weiß auch nicht. Ist nicht meine Entscheidung, deswegen kann man nichts daran ändern. Rege ich mich auch nicht drüber auf. Ist aber schade. Jetzt kommt Ghost methodisch lang vor, kriegt den Entry-Frag, rappt den A-Spot. Edward alleine. Ghost also wieder back. Es geht hin und her. Und das war kein starker Buy, den sie da hatten. Der Rap um den A-Spot diesmal erfolgreich. Paar CZs und das reicht. Aber eben immer wieder schön getradet, dann die Kills im CT-Spawn gemacht. Und lustigerweise von innerhalb des A-Spots hat Kuster die Apartments angegriffen und dann die Pit wieder. Also das muss man auch erstmal schaffen. Da
ist natürlich auch die Verantwortung auf Navis Seite, das nicht zuzulassen. Kuster kann ich im Ernst von Kurz in die Apartments pushen und dann wieder zurück. Nee, ist er nicht von Kurz gekommen? Nee, er ist nicht von Kurz gekommen. Ich glaube, ich habe mich verschaut. Ist ja nicht so schlimm. Nee, ich habe keine Kopfhörer neben mir hängen. Das wurde geleakt von der Ex-Freundin von einem Spieler. Das wurde nicht einfach so untersucht. Und dann kamen Logs zum Vorschein. Es waren mal wieder Mitwissende, die verraten haben. Snitches get stitches. Ghost jetzt temporär wieder in Kontrolle. Also es geht, wie gesagt, hin und her. Navi verliert aber auch relativ viele Low-By-Rounds. Sie gewinnen aber dann auch wieder Low-By-Rounds. Also beide Teams tun sich gerade schwer. Crystal. Schaut euch Flamey an. Die können Flamey gar nicht checken, weil da Forschung CT stehen. Schöne P250 Headshot von Flamey. Wieder eine Low-By-Round, ich sag's gerade noch. Und kuriose Situation am A-Spot. Sus mit der Sus. Oder mit dem Sus. Oh, ich glaube, er hat Kuster noch gesehen. Bin mir nicht sicher. Sus ist ja auch schon etwas älteres Gestell. Jetzt sind sie auf lang durch. Simple kommt von der Bibliothek. Ghost hat keine Ahnung, dass Navi alles weiß, aber Sus wird von Kuster erledigt. Ah, Electronic hat auch nicht so einen guten Ausgang. Oder so eine gute Ausgangsposition in diesem Fight. Kuster wieder mit einem wichtigen Double Kill. Simple hat also keine Chance, die Runde zu gewinnen. Und wenigstens saved jetzt die M4. Schade, aber das wäre noch kurioser, wenn ich gerade davon rede, dass beide Teams so Low-By-Rounds gewinnen und dann Navi eine nahezu Full-Save-Round holt. 6:5. Auf Inferno, aber alles noch offen. Geht in beide Richtungen. Also 9:6 auf beiden Seiten, vollkommen in Ordnung. Es liegt eben, man muss die Scoreline auf Inferno halt echt am Spielfluss beurteilen. Ghost hat die Piste gewonnen, Navi die zweite Runde. Dann waren die CTs erstmal am Drücker und dann kommt Ghost wieder zurück. Also, Steel macht dann einen guten Job. Und das gegen einen Ingame-Leader wie Sus. Aber Steel ist selbst auch sehr erfahren. Albert Power war eins der absoluten Top-Teams damals. Da hat Skadoodle auch noch getroffen. Ja, also da war... Ich denke, wenn der Bann nicht passiert wäre, wäre die amerikanische Szene jetzt 10-mal so stark. Und das ist nicht gelogen. Dazed und Steel haben dieser Szene einfach eine Art von Disziplin und Anker gegeben, der danach gefehlt hat und irgendwie nie wieder kam so richtig. Oder es gab nicht genug, die diese Disziplin und die Intelligenz weitergegeben haben. Umso schöner, dass Steel jetzt wieder da ist und Spieler ausbilden kann. Spieler wie Kuster, Sabrosa und Wardell werden davon massiv profitieren, längere Zeit unter Steel zu spielen. Und wer weiß, wo sie dann hintreibt. Sus könnte da auch zwei Kills machen. Electronic steht mit der MP9 an der Ecke. Wardell aimt das aber ab. Sehr vorsichtig. Aber sie sehen ihn zu spät. Electronic macht doch glatt einen Double Kill an der MP9 von der Palette aus. Sabrosa hat die Bombe nicht. 17 Sekunden auf der Uhr. Das wird nichts für Ghost. Navi wieder zurück. Eieieiei. Low buy is the key to success. Double MP9 kill to save the day.
Crystal war halt gerade am Vorbereiten der Smoke und von Lang. Und Wardell wird auf den falschen Fuß erwischt. Crystal plötzlich mit der Nade in der Hand unter Beschuss. Denkt sich auch, ich dachte, ich war gedeckt. Oh, Wardell! Guter Versuch. Zum Glück ist Kuster gleich mit. Sehr schön, dass Kuster realisiert. Wenn Wardell diesen Move spielt, dann muss ich mit. Sonst wird es ein Fail. Wenn er failt, dann wird es ein richtiger Fail. So kann ich es nochmal ausgleichen. Und so haben wir ein 3 gegen 3. Wenn Wardell den Move alleine spielt, ist es ein 5 gegen 4. Navi hat die Runde unter Kontrolle. So hat Ghost eine Chance. Aber Simple aus der Bibliothek. Electronic erwartet Crystal schon. Und Sub-Rosa wird von Simple und Edward gleichzeitig behakt. Flamey macht große Augen. Aber diese Überraschungsmoves von Ghost. Sehr dreist. Und gleichzeitig auch sehr nice. Das Spiel nur noch hin und her. That bait. Bait. Almost got late. Ghost will wohl wieder ihre Eco auf den B-Spot spielen. Simple. Ah, erschrocken oder was? Flamey knallt Crystal raus. Ja, jetzt müsste die Information langsam ankommen. Da ist niemand mehr in der Mitte außer Crystal. Vielleicht sollten wir mal einen langsam verschieben lassen. Aber wahrscheinlich halten Simple und Edward den B-Spot so oder so. Ja, schönes Tandem. Einer von links, einer von rechts. Halten sich auch gegenseitig am Leben. Dann kommt der Peak, als Zeus vorbeikommt. Also sehr schönes Spiel. Man sieht schon, dass beide Teams die Basics auf jeden Fall beherrschen. Dann aber durch random Moves, wie zum Beispiel dem Sprung auf die Palette von Electronic, komplett überrascht werden. Und durch diese kleinen Stiche gehen die Runden dann an den Gegner. Shots, Wardell. Ja, Simple wird sich aufführen. Wir können nur froh sein, dass Ghost nicht durch die Smoke gepusht ist. Edward traut sich schon gar nicht an B-Spot hinzugehen. Tja! Wisst ihr, wie man einen nordamerikanischen Spieler zum Pushen zwingen kann? Man schmeißt eine Smoke vor seine Füße. Die haben keine andere Wahl, die müssen da durch. Und das hat Electronic erkannt. Ist jetzt im Spot. Schöner Double Kill mit dem Molotow und der M4. Crystal und Wardell sind zwar am Spot, aber nicht im Spot. Electronic ist noch in den Apartments. Jetzt ist Wardell auch relativ low. Schöne Flash. Oh mein Gott, das war so geil. Wardell, bitte. Irgendwie müssen wir das schaffen, dass Männer miteinander Kinder machen können. Also unglaublich. So ein geiles Play wieder. Auch wenn es leider nicht belohnt wurde. Allein die Idee mit der Flash. Lohnenswert. Lobenswert auch. Wir lauschen gespannt Stunners Ausführungen. Nice. Das war ein ganz nettes Segment jetzt. Schade, keiner hat meine Bait gefressen. Ich wollte euch eigentlich suggerieren, dass ich was höre und ihr nicht. Ich habe aber auch keinen Sound, wenn es dann zu sehen ist. Bist du round? Hola!
Aloha! Auch mal interessant. Ghost pusht nicht runter, sondern versucht mit den USPs die Duelle zu gewinnen in der Mitte. Das lief leider nicht so gut. Crystal 8, Kooster 2. Kooster. Mit dem Graveyard. Crystal holt sich Simple. Kooster Edward. Crystal fällt. Flamey plötzlich alleine. Gegen 2. Sehr stark von Kooster. Flamey kriegt aber wenigstens den Plant. Kann seinen Augen gar nicht glauben. Und die CTs können sich jetzt den Kopf zerbrechen. Wo ist Flamey hin? Er hat Default geplantet. Ist also höchstwahrscheinlich auf der Seite der Construction. Und holt sich da Kooster. Aber der war low. Steel hat kein Armor. Er faked schon mal an. Boah, Flamey's Aim. Crisp, clean Shots. Das Comeback in die Runde von Ghost zunächst. Dann Kooster. Und dann Flamey mit dem 1-on-2. Am 1-on-2 in der Pistol Round, da weißt du genau, danach drücken dich deine Teammates fast zu Tode. Also positiv gesehen. Und sofort die taktische Pause von Ghost. Mit 6 Runden auf der T-Seite haben sich eigentlich gut geschlagen. Aber der Favorit ist selbstverständlich Navi. Wie viele haben die jetzt noch im Tank? Ja, Simple mit der Bombe sehr weit hinten in der zweiten Mitte, aimed ins Apartment. Edward und Flamey werden das höchstwahrscheinlich dann zusammen einnehmen. Electronic an der Banane vorgeschickt worden und Ghost hat selbst eine kleine Falle gebaut. Die Aufstellung auf A. Ja, hoffnungsvoll, dass die Pitch-Spieler einen Kill bekommen. Aber nur USPs und die P2000 von Kooster. Ich denke nicht, dass da sehr viel rumkommen wird. Ordentliche Checks da auch an lang. Bombe liegt noch unten, sodass Electronic sie mitnehmen kann. 40 Sekunden auf der Uhr. Theoretisch könnte Navi nochmal rausziehen. Ja, Simple hat diese positive Anspannung perfektioniert. Das ist einfach krass. Das sieht man bei Guardian zum Beispiel sehr gut. Wenn Guardian einen Winkel anhält, ja, manchmal reißt er die Augen richtig auf. Das kennt man auch beim Eishockey zum Beispiel. Schreck überbrückt eine gewisse Art von Processing im Gehirn. Das heißt, du setzt dich hin an den Winkel oder als Eishockey-Torhüter, ich war zufälligerweise Eishockey-Torhüter, du stellst dich hin und du weißt, demnächst kommt etwas. Und dann spannst du dich an und du bereitest dich darauf vor, erschrocken zu werden. Und so reagierst du noch schneller. Simple hat das sozusagen gerade einfach so gemacht. Also dieser Schreckensklick. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war zum Beispiel kein Schreckensklick, das war ein geplanter Klick. Aber der vorhin gegen die Pit, da war er genau dieser Moment. Und man sieht es auch, wenn die Spieler dann reagieren. Wir haben jetzt zwar noch keine Spielerkameras, weil wir noch in der Gruppenphase sind, aber da könnt ihr in den nächsten Turnieren oder vielleicht könnt ihr euch auch Finals anschauen, wo Guardian gespielt hat oder andere Leute. Auch Kenny macht das zum Beispiel auch sehr stark, Kenny S. Dass sie dieses richtige Erschrecken aber positiv benutzen.
Deswegen sagt man dann auch Reflex, obwohl es kein richtiger Reflex ist. Oh, boah, der Electronic da noch erwischt. Sehr schneller First Frag in der ersten Waffenrunde für Ghost auf der CT-Seite. Die brauchen sie aber auch. Die letzten 7 Runden gingen an Navi. Und Sus Schießbooster aus dem Leben. Oben an der Banane gibt es Probleme. Ghost bleibt mit 2 Spielern dort, aber gleichzeitig hat Navi auch A unter Druck gesetzt. Edward steht noch an Lang. Ward, er kommt da gerade noch raus. Er geht sogar ins Duell. Steel holt sich währenddessen Sus, der Crystal geschossen hatte. Und Sabrosa fällt. Simple eröffnet damit die Möglichkeit zum Plant. Ja, er weiß, da gibt es nichts mehr zu holen. Steel wurde schon gespottet. Sie warten noch, dass sie Steel finden. Ja, da ist er schon gespottet worden. Und Flamey kassiert eine. Hätte Simple mal lieber noch vorher geplantet. Nicht, dass Steel jetzt noch klatscht. Die AWP-Klatsches, ich sag's nur. Steel und Wardell. In der ersten Halbzeit. Ganz wichtige Runden geholt. Stell dir mal vor, die hätten sie nicht gehabt. Dann wäre Navi jetzt mega weit vorne. Und das Spiel war aber super hart umkämpft. Also 12-6 oder 13-6, wie es jetzt gleich stehen wird, reflektiert nicht unbedingt das Level, das Ghost gespielt hat. Da haben sie mehr verdient. Aber sie können so oder so froh sein, dass sie in dieser Form aufgelaufen sind. Jetzt hat Ghost hoffentlich eine gute Idee davon, was Navi spielen will. Steel wird sich akribisch vorbereitet haben. Booster oben der Banane wird sofort von Simple rausgenommen. Also keine Gefahr mehr dort. Auch Sabrosa wird entdeckt. Flamey und Edward machen das, glaube ich, 30 Mal am Tag, bevor sie auf Entfernung gehen. Die Apartments clearen sie zusammen, als wären sie ukrainische Zwillinge. 14-6. Noch 2 Runden, dann ist Navi in den Playoffs der DreamHack Masters Stockholm. Dann gehören sie wirklich zu den DreamHack Masters. Fnatic gehört wohl eher zu den DreamHack Losers. Hier wieder aber ein eisiger Wind, du. Macht nur Spaß. JW hat es ja selber gesagt. Oder war es Flascher? Ich weiß es nicht. Er hat selber getweetet. Fnatic Low oder irgendwie sowas. So ein, na, Tier 1000 hat er, glaube ich, getweetet. Fnatic Tier 1000 Ulululul. Oder irgend so ein Schmarrn. Sus geht immer die Banane vor. Das finde ich ganz geil, dass Navi einen ihrer Expendables dazu verwendet, den Druck auf die Banane so hoch wie möglich zu machen. Und da könnt ihr gerne das Horstor-Zitat reinziehen in den Chat. Das nimmt den Druck von der Banane weg. Und Sus versucht eben, diesen Druck aufzubauen. Warum Sus? Weil er sich eben seines individuellen Levels im Vergleich zu Sus, im Vergleich zu Simple, Flamey und Electronic durchaus bewusst ist. Ist er nicht dumm. Und er kann aber trotzdem sich da vorne zeigen. Und wenn du die Banane hochpusht, du verlierst immer 50 KP eigentlich. Du kommst da nie unbeschadet durch. Aber wenn du einen T oben an der Wand stehen hast, ist das viel mehr wert als die 50 HP. Und aus den 50 HP, die Sus da noch hat, machen sie meistens dann einen respektablen Bego. Könnt ihr mal in Zukunft auch darauf achten, wie Sus das macht. Der dodgt die Nades echt sehr gut. Aber Navi geht nicht B, sondern A. Und da kommen sie durch die Apartments auf den Spot. Ghost zu viert am B-Spot. Komplett verkauft. Der arme Sabrosa. Also 15-6. Ja, alle Eier in einen Sack zu stecken, ist manchmal nicht so geil.
Hätte man Gott auch mal sagen können. Wardell. Steht an der Banane. Und da ist die Falle aufgegangen. Zumindest im Moment noch. Süß und Co. können da... Die können alle reingehen. Solange die Bombe nicht defused wird, solange Simple, der die Bombe noch deckt, ist alles egal. Süß kriegt noch einen AWP damit raus. Aber die können Crystal und Kusta auf jeden Fall noch mitnehmen. Simple hat die AWP jetzt verloren. Naja, das ist nicht weiter tragisch, aber... Nee, er hat die AWP mit Absicht weggeworfen, falls er dort unten gekillt wird. Nicht, dass die CTs dann noch seine AWP bekommen. Aber die müssten doch Wardells AWP saven können, oder? Nicht. Ich glaube schon. Ja, Wardell hat sie wieder. Und dieser Misread sozusagen kostet Ghost Gaming die Runde. Weil Steel bei 50 Sekunden niemanden in der Mitte gesehen hat. Jetzt 9 Map Points, Match Points. Ghost wieder sehr aggressiv. Und das schaut nicht gut aus, leider. 5 gegen 1. Sabrosa, kann er nochmal acen gegen Navi? Er hat es vorhin schon getan. Da waren die Odds aber besser gestanden. Bevor ich den Satz beende, beendet Navi das Game. Ein Arbeitssieg schlechthin. Aber ich muss sagen, das war eine gute Leistung von Ghost, von Crystal und seinen Teammates. Auch von Crystal persönlich. Mirage hat er sehr gut mitgespielt. Wichtige Runden auch geholt. Leg die Hände einfach auf den Tisch anders. Ich glaube, das Spiel hat nicht enttäuscht. Wir haben coole Sachen gesehen. Wir haben ein paar nette Setups gesehen. Ein Ace von Sabrosa. Geile Shots von Simple. Der Triple Spraydown an B. Dann aber trotzdem die Runde, die Sabrosa dann gewonnen hat. Also Wardell hat mich begeistert. Steel hat mich begeistert. Kusta hat gut gespielt. Wenn die noch mehr Erfahrung sammeln international, dann werden die echt gut. Und ich hoffe, dass sie noch ein bisschen bei Steel bleiben und dass Steel dann die Chance bekommt, eine neue Vierergruppe auszubilden an talentierten Spielern, damit NA auch wieder ein bisschen aufschließt, nachdem Cloud9 zerpflückt wurde, CLG und also CLG irgendwas gemacht hat, ich weiß auch nicht, die haben sich im Endeffekt mehr oder weniger gelöscht. Also ich hoffe, dass NA wieder ein paar bessere Teams bekommt. Ich fand die Phase eigentlich ganz interessant, als wir Liquid, Cloud9 und CLG immer wieder mal gesehen haben. Also, ich sehe gerne NACS. Ist nämlich immer sehr lustig. Damit Gratulation an Navi, die sind in den Playoffs. Und ob das jetzt verdient ist oder nicht, lasse ich euch entscheiden. Ich finde es gut, dass sie dabei sind. Sonst wäre es, glaube ich, bei Major ein sehr sehr, sehr komischer Nachgeschmack gewesen. Auch sehr schwer zu predikten, was dann auf dem Major passiert, wenn Navi jetzt rausgeflogen wäre. Auch bei Fnatic. Ich weiß nicht, was ich von Fnatic erwarten kann bei Major. Vorhin hat mich jemand gefragt, wer geht 3-0 durch bei Major. Ich sag dir, das kannst du auswürfeln. Ist genauso random wie CS im Moment. Das ist sowohl positiv als auch negativ gemeint. Also es ist interessant, weil man nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Andererseits ist es ein bisschen nervig, weil man eben nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Wir schauen uns noch zusammen die Highlights an und das hat ja super geklappt. Also ich weiß auch nicht, warum plötzlich OBS ein anderes Fenster abcapturen will, obwohl ich nichts geändert habe. Also der Su-Skill von Crystal auch auf Nuke. Sehr cooles Ding. Generell das Spiel von, ja, auch geprägt von Einzelaktionen, wie diesem Clutch auch von Wardell. Aber das war das, was ich vorhin gemeint habe. Da sprayt Simple 2 Leute um und dann hat Sabrosa aber die Runde gewonnen.
Also krass, einfach ein schönes Game. Hat Spaß gemacht, es anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich werde jetzt Feierabend machen. Jetzt kommt Jitko für euch. Den könnt ihr natürlich dann auch gleich Hallo sagen. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr mir auf Twitter followt. Haut mal einfach ein paar raus. Wer es noch nicht tut, kann es jetzt noch erledigen. Ich hoffe, dass Nils das noch nicht geändert hat. Ja, also rein da. Ich würde mich freuen, dann könnt ihr auch das Hasenkostüm, das ich gestern beim Cast getragen habe, noch begutachten. Und das heißt für mich auf Wiedersehen sagen. Wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Nee, oder um 11. Ich weiß gar nicht. Irgendwann in der Früh bin ich wieder hier und caste für euch. Heute Abend wahrscheinlich ein Privatstream. Da lohnt es sich natürlich auch, mir auf Twitter zu folgen. Ja, dass Maschinen das alles so sagt, finde ich echt nett. Maschinen, das wäre nicht nötig gewesen, Mann. Also danke für den Plug, Maschinen. War echt ein bisschen Sellout von dir jetzt. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Wir sehen uns morgen oder am Abend bei mir auf dem Privatstream. Wir sehen uns. Gute Nacht. Und guten Tag und viel Spaß mit Jitko. Ich lasse euch ins Interview. Oh no, fuck Rollercoaster. Oh my god, that was so funny. Like this game, that was pretty hard to play against them. They surprised me a lot. I didn't expect them to play such a good fast rounds, especially on Mirage. That was really surprising me. I mean, they played really fast sometimes, so we didn't expect, that's why we lost round. But yeah, they had a really good team play on all three maps. Oh, I don't know, but you know, the key D, so I can move on the right, it just, I don't know, it's not working anymore. I don't know, yeah. It stopped work yesterday, so I just forgot to change it. Da ist auch das Mysterium um die Tastatur gelöst worden jetzt im Interview. I think just all of us should play more Counter-Strike, I guess. So we're gonna play much better in playoffs. I feel like I feel like after player break we didn't have our form still, you know? We need more practice. I'll tell my teammates, don't worry about it, boys. I mean, we didn't expect them to pick Nuke actually, because we saw their Nuke on Ashil TV, they played it only three times past, I don't know, 1 month or 2 months. So we saw they're gonna pick Dust2 or either Inferno. So, I don't know. We were ready for these maps. I mean, everyone says that it's okay to play those three maps. Yeah. Ah, okay. Das ist also jetzt auch vorbei, das Interview. Simpel fasst es schon ganz gut zusammen. Sie haben einfach nichts erwartet. Sie haben nicht erwartet, dass Ghost Teamplay hat. Sie haben nicht erwartet, dass Ghost gute, schnelle Executes hat. Sie haben nicht erwartet, dass sie Nuke spielen werden. Ich weiß gar nicht, was Navi erwartet hat, aber ich glaube, sie haben erwartet, dass sie das Spiel relativ leicht gewinnen werden, was nicht der Fall war. Also das hat man gemerkt. Auch bei Astralis heute Morgen gegen Tai Lu hat man gemerkt, dass sie am Anfang ihren Gegner noch nicht so ernst genommen haben, wie sie es eigentlich hätten tun sollen. Es ist für solche Teams selbstverständlich auch schwer, dass diesen hohen Fokus auch gegen kleinere Gegner durchzuhalten oder durchzuziehen, denn immerhin hast du auch einen gewissen, naja, du bist einfach auch dich selbst gewohnt. Und du bist von dir selbst gewohnt, dass du triffst. Wenn Astralis dann plötzlich ihre Shots nicht trifft und Navi davon oder es gewohnt ist, dass der Gegner einfach zerschellt an Simple und Electronic, dann haben diese beiden Teams eben Probleme. Ob es so auch für die nächsten Squads weitergeht, ist die Frage. Wir haben noch
Optik, Heroic, Hellraisers und Maus für euch zu bieten. Ich entführe euch mal noch ganz kurz auf die Webseite, damit wir die auch nochmal gesehen haben. Die Pausen sind ja nur zwischen den Spielen etwas länger. Zwischen den Maps kann man das kaum verpacken. Und immerhin müssen wir auch noch unseren Gelddurst befriedigen. Nein, Spaß. Sind da auch Verträge involviert. Also Optik gegen Heroic kommt als nächstes. Danach Mouseboards gegen Hellraisers macht den Abschluss. Und dann wissen wir auch, wer da wann gegen wen spielt. Hellraisers oder Maus spielt gegen FaZe in den Playoffs. Und Optik oder Heroic gegen Made in Brazil. Oder? Ja, nee, warte. Wir schauen mal kurz nach. Nee. Ja, ich glaube, so war's. Also, Maus oder Hellraiser spielt auf jeden Fall gegen FaZe. Das wird ein sehr interessantes Matchup. Egal, ob Hellraisers oder Mouseboards weiterkommt, weil wir das große FaZe gegen den kleinen Bruder jeweils sehen. Sei es Maus oder Hellraisers. Sehr cool, sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit Shitgo. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.